Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Fullface nur mit veganen Produkten, überwiegend neue Marken. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich einiges mir neu gekauft habe. Das habe ich euch in Hauls gezeigt. Ich habe ein bisschen was zugeschickt bekommen. Und dann hatte die liebe Nira mich gefragt, ob ich Bock hätte, mal wieder mit denen ein Kooperationsvideo zu machen. Die liebe Nira ist die Geschäftsführerin von dem Unternehmen Bayana Beauty. Und da bekommt ihr jetzt aktuell 15% Rabatt auf das Sortiment. Schaut da gerne mal vorbei. Die haben ganz, ganz tolle, wundervolle Produkte. Und da werde ich euch gleich auch ein bisschen mehr zu erzählen, wenn ich die in Anwendung habe. Ja, und die hat mich dann quasi auf den Trichter gebracht, dieses Video zu drehen. Ihr seht das Video natürlich, wenn ich meinen Mr. Bauchi schon auf die Welt gebracht habe. Ja, und jetzt aktuell ist er noch in mir drin. So, ich starte einfach mal mit Produkten, die ich von Purish zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist dort ja neu im Sortiment, denn es ist ja Myrix. Und da habe ich mir einmal das Yummy Skin Glow Serum ausgesucht. Hui, da bin ich ein bisschen, wir müssen mal gucken. Main Squeeze ist da die Shade und das sieht unfassbar cool aus. 32,5 ml sind hier drin, ne? Man sieht es immer wieder, oder ich sehe es immer wieder bei Jennys Highlights, wenn die das vorstellt. Und die ist immer so hin und weg davon. Da konnte ich nicht drum herum, das auch selber einfach mal austesten zu wollen. Und ich habe schon eine richtig gute Hautpflege unten drunter und gebe mir jetzt hier den Primer aufs Gesicht. Sieht schon recht dunkel aus und verteile den einfach mal mit meinen Fingern. Also es ist im Prinzip eine verbesserte Version von dem Catrice Sensational, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsprimer. Verbesserte Version in dem Sinne, dass ich hier mit meiner super blassen Haut jetzt nicht so eine super Tinty-Geschichte habe, ne? Also ich habe meine Haut jetzt nicht in einem anderen Ton auf einmal. Da muss ich bei dem Sensational nämlich immer ein bisschen aufpassen. Und es ist ein sehr subtiler Glow. Ihr seht das ja auch, ne? Also die finde ich schon mal echt gut gelungen, ne? Und ihr könnt ja mal schauen bei Purish, ob gerade jetzt im November, weiß ich nämlich noch nicht, weil ich drehe das Video Ende Oktober. Da weiß ich noch nicht, welche Marken im November rabattiert sein werden mit Claudis Welt 15, ne? Vielleicht gilt da mein Code drauf. Ich setze euch eh alle Links zu den Produkten unten in die Infobox rein. Und jetzt habe ich hier die Serum Foundation, 25 ml, in der Farbe 3P. Da habe ich schon beim Haul gesagt, ui, das könnte sein, dass die ein bisschen hell ist. Die hätte ich fast schon für meinen Cruella-Look nehmen können. Ne? Wow, das ist wirklich heftig. Aber wir probieren die einfach mal zusammen aus. Auch hier haben wir so eine Squeezy-Tube quasi. Dann habe ich mir von Mickeys Shop, von Schickimicki, dieses Pinselset mal bestellt. Das kommt jetzt natürlich auch in Anwendung, weil die Produkte ja auch vegan sind. Da war auch so eine Art streng gebundener Pinsel mit dabei. Und Giacomo Cosmetics, mittlerweile Maggiamo von Maxim Giacomo, ist auch vegan. Deswegen Spiegel davon. Ja, man könnte echt sagen, dass ich da ein bisschen mich in der Farbe vergriffen habe, ne? Wow! Passt auf jeden Fall zum Oberteil, ne? So, ich habe jetzt hier so eine entspannte Schicht mit dem Pinsel auch aufgetragen. Abgesehen von der Farbe ist die Foundation eigentlich soweit so gut. Da kann ich mich jetzt soweit nicht beschweren. Wird eine absolute Winterfoundation bei mir werden. Die hat aber eine richtig schöne Pflegewirkung auch mit am Start. Jetzt mit dem Pinsel habe ich das nicht streifenfrei hinbekommen, deswegen nehme ich hier von ich sehe einfach gerade, dass der Concealer, den ich mir ausgesucht habe, einfach 5 Nuancen zu dunkel ist. In Relation, egal. Aus Mickeys Shop habe ich den Softie mir geholt, den soften Make-up-Sponge. Und der ist wirklich extrem weich, was ich sehr, sehr schön finde. Ich mache den jetzt aber mal so ein bisschen auf nass, ne? Muss natürlich hier, ich habe hier auch kein Waschbecken hingebaut. Bin zu faul zum Aufstehen. Dann arbeite ich mir die Foundation jetzt mal ein bisschen besser in die Haut ein. Aber es funktioniert wirklich gut. Also abgesehen wirklich von der Farbe, ne? Es hat eine gute Geschichte gerade. Hier bei der Nase will das nicht so ganz so gut funktionieren. Das ist ein bisschen schade gerade.
Und ich finde, wenn ich die jetzt einarbeite, sieht das Ganze auch gar nicht mehr so super creepy aus. Ne? Das geht wirklich vollkommen klar. Ich muss jetzt natürlich schauen, wie die sich auch verhält und so. Das kann ich jetzt auf den ersten Swipe nicht so wirklich sagen. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist Concealer zu verwenden. Da habe ich hier von Catrice den Cover & Care Sensitive Concealer ausgesucht. 010C. Und ihr seht ja auch, ne, also farbtechnisch ist der eigentlich dunkler als die Foundation. Ja, kann man machen. Und ich glaube, dass Catrice jetzt ja auch sowieso dazu übergeht und quasi auch umstellt, dass die Produkte generell auch vegan werden. Ne? Da war ja irgendwie sowas. Ach, guck an, das geht doch wirklich vollkommen klar. Also da beschwere ich mich jetzt gerade überhaupt nicht, weil der sich wirklich schön dann auch mit der Foundation verbindet. Ne? Das sieht soweit so gut schon mal aus. Das letzte cremige Produkt, was ich jetzt verwende, ist von Got2B Fabulous, der Eye Primer. Auch das ist ein veganes Produkt. Ist jetzt kein neues Produkt, aber ich wollte halt ein veganes Produkt verwenden. Ja, ich glaube, Mr. Bauri freut sich gerade auch schon auf seinen Schlüpftag, denn er hat gerade Hickauf. Hickauf bei Babys im Bauch bedeutet immer, dass die ihre Lunge halt entwickeln. Also die versuchen zu atmen und dann verschlucken die sich am Fruchtwasser und dann kriegen die Hickauf. Ich finde es unheimlich süß. So, wir haben jetzt die ganzen cremigen Texturen im Gesicht und ich finde, dass mein Gesicht auch wirklich sehr juicy aussieht. Also die Foundation und der Primer, die machen wirklich einen krassen Glow und ein saftiges Ergebnis. Trotzdem würde ich sagen, Setten muss sein, ne? Und da habe ich von Tamtam Beauty, das ist jetzt aus der neuen Kollektion, die bei der M eingezogen ist, die aber auch online verfügbar ist, ne? Loose Translucent Powder, das ist einmal dieses hier in der Farbe 22C Through und ja, das ist jetzt einfach eine etwas andere Farbe als das Banana Powder, was wir normalerweise hatten. Also hier seht ihr auch die Farbe. Und das finde ich schon mal sehr, sehr positiv, weil ich bin wenig gelblich vom Unterton. Ich bin halt eher so vom Typ neutral bis kühl. Ne? Und da kann ich persönlich besser solche roséstichigen Puder verwenden. So, hier haben wir übrigens 15 Gramm in der Dose und ich habe mir jetzt ein bisschen was in den Deckel hineingegeben. Und ich verwende gerne einfach jetzt so unter den Augen von Maggiamo auch, also von, Maxim von Maggiamo oder Maggiamo? Ich sage jetzt Maggiamo, okay. Multifiber Multitool, das ist Microfiber Multitool Mini, das ist ja dieses süße kleine Herzchen. Und damit möchte ich dann gleich gerne unter meinen Augen setten. Und da weiß ich gar nicht, ob da immer Best Friend 10 gilt. Müsst ihr mal schauen. Ne? Das ist ja so der Code, den man dann auch immer bekommt. Und ich nehme jetzt ein bisschen was von dem losen Puder auf, arbeite das ein bisschen hier auf meine Hand ein. So hat Maxim das ja auch beschrieben in seinem Video. Ne? Und wenn das schön auch in dem Schwämmchen eingearbeitet ist, kann man damit wundervoll unter den Augen und um die Augen herum setten, um da so ein Softbox-Finish zu geben. Krass, also wenn man wirklich so eine super mattierende Geschichte haben möchte, sollte man das genauso verwenden, weil so drückst du dir das richtig in die Poren rein. Ich persönlich nehme jetzt aber noch mit einem fluffigen Pinsel so ein bisschen das überschüssige Produkt ab und hoffe einfach, dass nachher so ein bisschen noch der natürliche Glow meiner Haut und der Foundation und vom Primer wieder durchkommt, weil für mich persönlich ist das zu matt. Ich mag es lieber, wenn es ein bisschen glowy ist. Die liebe Antje hat mir ein Paket geschickt, die verrückte Nudel. Und da war dieser wunderschöne Blush von Kaleidos drin. Kaleidos ist ja an und für sich keine neue Marke, aber für mich ist es das erste Produkt. Ich kannte die Marke nicht. Das ist der Mono Blush Ecstasy. Und die Farbe finde ich aber wirklich schön. Die Verpackung finde ich auch unglaublich schön. Also das ist der wirklich absolute Wahnsinn. Ich finde das unglaublich schön. Also allein das in der Vitrine ist großartig und das ist halt ein sehr intensiver, aber wirklich schöner, frischer, oh, toller Blush. Also der sieht so wunderschön aus und der ist auch sehr stark, sehr, sehr schön. Und ich hatte den nämlich geswatcht. Ich nehme jetzt den großen Fluffel, den ich jetzt hier schon zum Kram wegmachen genommen habe und gebe mir jetzt den Blush einfach vorsichtig auf. Ich habe mir jetzt ein bisschen was auf den Pinsel genommen, klopfe das ein bisschen ab und dann trage ich den mal, ja, wie gesagt, ein bisschen, ne, auf meine Wange und feiere das einfach. Es ist wirklich sehr schön und bringt jetzt auch wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit bei mir ins Gesicht, weil die Foundation hat auch schon ziemlich viel weggenommen von der Lebendigkeit, ne? Ich verlinke euch natürlich den Kanal von Antje, Antjes Verelt, ne, in der
Infobox. Selbstverständlich, selbstverständlich. Es ist ja auch eine von meinen Trashy-Mädels. Also das gibt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Frische rein. Das genieße ich gerade in vollen Zügen, finde ich wunderschön. Ja, ist schon eine hübsche Geschichte, definitiv. Und vielen, vielen Dank, liebe Antje, dass du mir den Blush geschickt hast. Das ist Wahnsinn. So, Dilla, dann kommen wir jetzt mal zu den Produkten von Byana Beauty. Und da habe ich einmal hier den Bronzer. Das ist total praktisch. Du hast halt einfach so ein wiederverwendbares Refill-System. Und das hat sich Byana halt überlegt, was ich cool finde. Die Refills sind selbstverständlich günstiger, als wenn du dir das natürlich in dieser Fassung holst. Ne? Du hast hier hinten einfach die Möglichkeit, dein Produkt rauszuholen, dein Pfändchen. Zack. Hast es in der Hand, ist nämlich mit Magneten einfach befestigt und dann kann man sich dieses Refill halt nachbestellen, wenn es leer ist und ich finde das richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ja, wir haben Spiegel mit dabei, das heißt, du musst es nicht wegschmeißen, ne? Finde ich großartig und ich habe die Farbe 01 Ivory und ja, in München sitzen die. Sind ein recht junges Start-up. Ich habe euch die jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Ich finde die Produkte wirklich großartig. Auch hier nehme ich wieder meinen großen Fluffel, weil ich sie einfach super gerne mit arbeite. Und wir haben halt bei Byana Beauty 100% vegane und tierversuchsfreie Naturkosmetik. Und die siedeln sich gerne in dem Luxussegment an, was du halt auch bei der Qualität der Produkte merkst. Also nicht nur was den Auftrag angeht, was also die Anwendung, ne, sondern auch die Haltbarkeit und es ist einfach schön zu sehen, dass ein so junges Start-up einfach ja schon so gute Produkte auf den Markt bringt. Und ja, das ist einfach, ich mag das. Ich finde es sympathisch und deswegen zeige ich euch die auch gerne immer mal wieder. Genau, jetzt muss der Bronzer nur ordentlich mein Gesicht aufwärmen, weil Casper the Friendly Ghost am Start war. Ach so, was natürlich auch so die qualitativ hochwertige Geschichte von den Produkten ausmacht, ist natürlich, dass wir hier auch echt krasse Inhaltsstoffe drin haben, die nicht nur hübsch aussehen, sondern auch entsprechend uns pflegen. Hyaluron, Vitamin E, Rizinusöl, ne? Das merkt man natürlich vor allem bei dem Lippenstift, das werde ich euch dann ja auch gleich zeigen. Und ich mag das einfach, wenn du halt nicht in Anführungsstrichen nur dekorative Kosmetik hast, sondern auch wenn es ja gute Produkte sind, die pflegen, die deinem Gesicht gut tun und das nicht mehr dieses alte, verstaubte von damals ist, wo du halt sagst, ja, Make-up, verstopft die Poren, Make-up ist nicht gut für die Haut, guck dir die an, die hat sich immer geschminkt, deswegen sieht die Haut so und so aus. Ganz im Gegenteil, heutzutage ist Make-up eben darauf ausgerichtet, dass es nicht nur in dem Moment, wo man es aufträgt, halt verschönert, sondern auch langfristig was für die jeweilige Haut tut. Und das finde ich wirklich sympathisch und dafür steht Byana auf jeden Fall. Wir haben auch wirklich ein schönes Design, finde ich. Ne? Also das ist sehr stylisch. Ich mag dieses Weiße mit dem Gold. Das ist ja auch von Schickimicki zum Beispiel in Mickey Shop aufgegriffen worden. Also das ist halt, sieht man hier am Pinsel auch, ne? Das ist etwas, was halt einfach auch gerade echt modern ist. Und ja, so präsentiert sich die Marke und das finde ich einfach sehr ansprechend und macht sich auf jeden Fall schön in der Schminksammlung. Was auch noch so eine neue Geschichte ist, ne? Die haben halt 100% recyceltes und recycelbares Material, was eine absolute Neuheit jetzt so auf dem dekorativen Kosmetikmarkt ist. Und bei der Verpackung, ne? Was ich halt wirklich gut finde. Und ja, ihr könnt wie gesagt mit Claudi 15% dort auf den kompletten Online-Shop sparen. Schaut euch da gerne einfach mal um, wenn ihr möchtet. Den Bronzer habe ich jetzt soweit aufgetragen. Das ist jetzt wirklich relativ subtil, ne? Aber trotzdem finde ich, dass er was gemacht hat. Also ich habe den jetzt ja nicht, man sieht jetzt nicht 5 Kilo Bronzer in meinem Gesicht, sondern man sieht so eine leichte Aufwärmung. Und irgendwie sieht das alles ein bisschen natürlicher aus und das ist ja genau der Effekt, den ich erzielen wollte. Dann habe ich als nächstes hier den Highlighter von Byana Beauty in der Farbe 01 Champagne und das ist wirklich ein wunderschöner Highlighter. Also der ist richtig, richtig, richtig gut. Nein, Claudia, du nimmst dir jetzt mal außerhalb deiner Faulheitszone einen Highlighterpinsel, ne? Ich wollte gerade hier schon wieder den Oschi greifen, wisst ihr Bescheid. Und den kann man entweder subtil auftragen, man kann ihn aber auch richtig krass aufbauen. Und das mag ich einfach gerne leiden. Auch hier hast du wieder dieses wundervolle Refill-System. Das ist halt bei den Puderprodukten der Fall. Ne? Das hast du bei dem Highlighter und auch bei dem Bronzer. Und ja, mag ich auf jeden Fall so auch gerne auf meinem Gesicht. Also das, ne, unterstreicht nochmal so ein bisschen diese natürliche Schönheit.
Nur, ist auf jeden Fall eine feine Kiste. So viel erstmal zu Bajana Beauty. Mega. Dann habe ich jetzt ein bisschen Augenbrauen vor mir. Nabla ist ja auch vegan, jedenfalls ein Großteil der Produkte. Ich weiß nicht, ob alle Produkte vegan sind. Ich habe jetzt hier den Brow Divine in der Farbe Venus. Den trage ich mir jetzt auf die Augenbrauen, denn ich habe ein neues Augenbrauenprodukt, ein anderes, was ich euch gleich zum Fixieren zeigen möchte. Aber erstmal Augenbrauen. Jo, den mag ich richtig gerne leiden. Das ist eine richtig tolle Farbe und auch Nabla bekommt ihr ja bei Purish. Da könnt ihr auch mit Claudies Welt 15, meistens 15% drauf sparen. Schaut gerne mal vorbei. Und das neue Produkt, was jetzt bei mir eingezogen ist, ist hier das Nabla Lift and Fix Brow Gel. Clear Brow Gel. Und ja, das ist halt einfach dann in dem Sinne transparent. Und da möchte ich mal gucken, wie so die Haltbarkeit ist, ob das auch wirklich so gut funktioniert. Es sieht wunderschön aus. Oh mein Gott, diese holographische Verpackung ist einfach traumhaft schön. Ja, ich bin ein absolutes Verpackungsopfer bei so vielen Dingen, Leute. Ja, wenn ich so über meinen Tisch schaue, bin ich definitiv ein Verpackungsopfer. Und dieses Bürstchen, das ist heftig. Das habe ich noch nie bei Augenbrauenprodukten so gesehen, denn wir haben hier irgendwie so ein Silikongummibürstchen, was riesig ist, was verrückt aussieht, also wirklich crazy, crazy, crazy. Und damit werde ich jetzt meine Augenbrauen mal so ein bisschen, ja, eingelisieren. Es kommt sehr wenig Produkt tatsächlich an die Augenbrauen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man da zu viel Produkt dran hätte. Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt gereicht hat, Leute. Ne? Ich bin jetzt einmal rein. Also das macht keine Klümpchen, das macht keinen wirklichen Nasseffekt. Das ist so, als würde ich gar nichts machen mit meinen Augenbrauen. Ganz, ganz crazy vom Gefühl her. Ja, jetzt müssen wir das mal antrocknen lassen. Dann gucken wir mal, ob das soweit hält. Ne? Anders können wir das ja gar nicht gestalten hier. So nämlich. Ich finde auch gar nicht mehr, dass ich so furchtbar aussehe von meiner Base her, ne? Aber kommt gleich mal ein bisschen näher, dann seht ihr das sowieso auch nochmal von nahem, dass das alles auch gar nicht mehr so super hält. Also ich finde, der Bronzer und der Blush haben schon wieder sehr, sehr viel schön gemacht. Betrachtet man sich das Kunstwerk aus der Nähe, sieht man halt auch, jo, dass die Haut soweit so gut aussieht, dass ich meine Augenbrauen mal wieder zupfen könnte. Kann man machen, muss man nicht. Und jetzt an der Nase sieht das mit der Foundation nicht ganz so schön aus. Aber ansonsten, also auch hier an der Nase, ne? Also schön, an der Nase macht die sich nicht schön. Nein, das wirklich nicht. Oder das weiß ich nicht, muss ich mal dann nochmal in Anwendung nehmen und anders mal ausprobieren. Aber ansonsten finde ich, sieht meine Haut echt gut aus, ist alles beruhigter. Und jetzt möchte ich gerne was auf meine Augen geben. Da habe ich, ja, der liebe Marvin Magnificent, hat eine Palette bzw. eine Marke auf den Markt gebracht, Leute. Gender X Beauty. Und das habe ich euch auch schon vorgestellt gehabt in meinem Haul. Hier habe ich jetzt einmal die Lidschattenpalette. Natürlich wird es jetzt ein bisschen pinky flinky. Ich versuche aber nicht allzu abgedreht zu werden. Also, dass ich da halt irgendwie einen relativ zurückhaltenden Look mit Schminke. Inwiefern auch immer das möglich sein mag, das müssen wir mal gucken. Und ich habe mir auch sein Pinselset dazu bestellt. Dementsprechend wird das natürlich auch in Anwendung genommen. Ja, ich starte einfach mal hier mit dieser peachigen Farbe Soft Touch und setze mir die in meine Lidfalte hinein. Beziehungsweise bei mir ist es immer, wenn ich Lidfalte sage, heißt es immer ein bisschen höher, weil ich habe ja so ein leichtes Schlupflid, sodass man ansonsten meine Lidfalte nicht sehen würde, wenn ich gerade ausgucke. Deswegen setze ich das immer ein bisschen höher an und ja. Blend den dann einfach in meine Auge, genau. Das ist gut, ne? Einerseits möchte ich so viele Farben wie möglich verwenden. Andererseits möchte ich, dass der Look jetzt nicht allzu crazy wird. Aber na, wir gucken einfach mal. Süße Maus, das ist dieser schöne Rosaton. Den möchte ich jetzt natürlich auch mal ausprobieren. Und den setze ich mir einfach auf mein komplettes bewegliches Lid. Der strahlt halt schon ziemlich, ne? Dann nehme ich mir den Ton In Your Face. Das ist dieser violette Ton quasi. Und den setze ich mir einfach so hier außen zur Verdunklung hin. Und als letztes nehme ich den, also als letzten matten Ton, nehme ich den Ton Bougie oder Bouillet. Bougie heißt es dann, glaube ich, ne? Und der kommt an den unteren Wimpernkranz. Das ging jetzt wirklich super schnell, ne? Jetzt habe ich die ganzen matten Töne auf meinen Augen drauf. Ich finde die Töne auch schön. Kann man wirklich nichts... Man kann sich nicht beschweren, ganz einfach, bei den matten Tönen. Und jetzt schauen wir uns mal die Schimmertöne an. Da haben wir
etwas feiner, Moonlight und Good Night. Und ich nehme jetzt erstmal Moonlight mit so einem ganz feinen Pinsel für den Innenwinkel auf. Wow, also der ist intensiv, ne? Das ist richtig cool. Da würde es eigentlich mit dem Ton schon reichen, den übers bewegliche Lid nochmal drüber geben, ne? Dann hast du auf jeden Fall da schon mal was drauf. Aber wir möchten ja einfach auch ein bisschen mehr die Palette austesten. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen mein Bestreben. Ich verwende jetzt Good Night, das ist dieser rosa Schimmerton, und setze mir den auf mein bewegliches Lid. Geht ein bisschen einfacher mit dem Finger tatsächlich, weil man da ein bisschen mehr Fläche hat. Ich hätte hier auch größere Pinsel, aber ich mache es jetzt einfach mal hier mit dem Finger. Bei der Farbe muss man jetzt ein bisschen aufpassen mit Fallout, aber da kann man dann mit dem Microfiber Multitool auch wirklich super diesen extremen Glitzer tatsächlich wegwischen. Auch das könnte man jetzt einfach so lassen, aber wir haben hier auch noch Topper Shades mit drin, wovon ich natürlich super gerne auch einen verwenden möchte. Und da gehe ich jetzt in den Ton Wet Dreams rein, das ist dieser hier. Das macht man am besten wirklich mit dem Finger. Und das ist sehr, sehr grob, ne? Also wir hatten jetzt einen sehr feinen Schimmer, den ich jetzt auch auf die Augen gebracht habe. Das ist jetzt ein super grober Schimmer, den man jetzt einfach zum Beispiel hier so auf das Zentrum toppen kann. Sowas kannst du mit Glitterglue auftragen, weil der ansonsten halt auch schnell runterfallen kann, ne? Ja, aber der macht da halt nochmal so richtig einen Gloss-Effekt aufs Auge. Das ist der Wahnsinn gerade. Das war ja vorher schon schön, aber jetzt Hammer. Also eine ganz besondere Palette. Also ich muss gestehen, so eine Palette habe ich bislang noch nicht in meiner Sammlung gehabt mit sowas. Also das ist krass. Ich habe natürlich jetzt auch richtig auf die Kacke gehauen und ein bisschen mehr verwendet, ne? Aber es sieht enorm schön aus und ich mag das richtig gerne leiden. Also Hut ab, lieber Marvin, hast du richtig klasse gemacht. Ja, die Pinsel sind schön präzise, damit kannst du auch schön arbeiten, ne? Qualitativ sind die auch in Ordnung, finde ich auch schön. Muss man dann unbedingt dieses Pinselset haben, muss man für sich selber entscheiden. Es ist auf jeden Fall beautiful, halt auch mit diesem Glitzerstil und so, ne? Kann man auch nicht anders sagen. Und halt auch so für kleine Detailarbeiten ist es super toll. Gut, es gibt jetzt ja nicht mehr von BH Cosmetics das Ellie Pinselset, also von daher, ja doch, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Meine Hände glitzern jetzt nur wie Bolle. Bevor wir dieses wunderschöne Make-up jetzt einmal setten, werde ich einen Eyeliner verwenden. Auch das ist ein veganes Produkt von CRT London, der Stamp & Drag. Aber das ist eigentlich nur ein Eyeliner, den ich aktuell in Anwendung habe. Ist, ein Eyeliner halt, so ein Filz-Eyeliner. Und weil er halt eben über solche Looks drüber malen kann, ist es in meinen Augen auch einfach ein guter Eyeliner. Ich finde, der sieht ein bisschen klobiger aus, als er letztendlich ist, ne? Ich kann ihn euch sehr ans Herz legen. Der war mal in der Box drin, der ist sonst, glaube ich, relativ teuer. So, nach einem kleinen Akkuwechsel und ein bisschen Sprachgammel kommen wir jetzt zur Fixierung des ganzen Kunstwerks auf meinem Gesicht, und zwar von Revolutions Green Fix Anti Blue Light Fixing Spray. Und das ist doch wundervoll. Das habe ich mir, glaube ich, mal bei Purish selber gekauft. Im Sale oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch noch nicht, wie der Pumper so ist. Oh. Also der ist eigentlich fein, aber in der Mitte kommt irgendwie was Spritziges raus. Dufttechnisch kann man das machen. Oh, doch. Sprühnebel geht klar. Ich hatte erst ein bisschen Schiss, dass es doch nicht hinhaut. Dann nehme ich mir immer ein Schwämmchen. Was noch ein bisschen feucht ist, geht dann sanft über meine Haut. Damit lege ich dann meine feinen Gesichtshärchen, ja, teilweise sind sie auch ein bisschen gröber, hin. Entdecke ich hier oben eine winzig kleine Ansammlung von grobem Glitzer, den ich jetzt mit einem Spoolie Easy Peasy wegbürsten kann. Auch das immer wieder ein Hack, Leute. Sei es Mascara-Patzer, sei es Glitzer, der irgendwo rumfusselt. So ein Spoolie ist wirklich eine ganz gute Erfindung. Meine Augenbrauen erscheinen mir übrigens jetzt nicht festgetackert, aber auf jeden Fall so, dass sie in Form bleiben. Das finde ich schon mal gut. Jetzt werden meine Wimpern einmal gecurlt, bevor wir gleich die Mascara verwenden werden. Da habt ihr mich auch schon mehrfach auf Instagram drauf markiert, dass ich die mal ausprobieren soll. Und zwar von Essence, die Lash Like a Boss Ultra Black Mascara Instant Volume and Length. Und das ist ein wunderschönes, pinkes Design. Oh,
Es musste direkt in meinen Einkaufskorb hinein. So muss das sein. So, wir haben ein Faserbürstchen, was so geschwungen ist, also bananenförmig und riecht einfach nach nichts. Das ist positiv. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, ist eine solide Mascara, aber die I Love Extreme von Essence finde ich persönlich besser. Weil diese Mascara, vielleicht liegt es daran, dass sie noch ein bisschen zu feucht ist, weiß ich nicht, beschwert die Wimpern meiner Meinung nach sehr und führt dann auch dementsprechend dazu, dass sie halt so ein bisschen sich, wie bei dem Auge sehr stark zu sehen ist, meiner Meinung nach, verklumpen. Aber nicht im Sinne von, dass da so Fliegenbeine kommen, das ist halt irgendwie noch eine etwas andere Art von Verklumpen. Ihr seht es auch, ne? Also, ist jetzt nicht so, also ich muss sie noch ein bisschen, ne? Die muss ich noch ein bisschen eingrooven, so sagt man so schön. So, dann möchte ich gerne jetzt so einen Lip Liner verwenden. Da habe ich hier von Delilah Lip Line Longwear Retractable Pencil, parabenfrei, vegan, in der Farbe Buff 3004. Auch 4, nicht viel. Ich meine, letztes Jahr mal irgendwo in einem Adventskalender drin gehabt, einen Lip Liner. Das ist so ein, ja, Nude. Ich finde das immer ziemlich funny, wenn man sich nur Lip Liner aufträgt. Ne? Ja, aber auf das Zentrum natürlich gebe ich mir dann noch ein Lippi und das ist von Vienna Beauty in der Farbe 01 Obsession, der Lipstick. Und auch hier wieder dieses schöne matt-weiße Design mit diesem Gold drauf und so. Ich finde das hübsch. Und ja, weil der ist relativ hell, ne? Aber in Kombination mit dem Lip Liner wird das Ganze schon sehr, sehr schön harmonisch. Also was mir beim Auftrag halt direkt auffällt, ist, dass der direkt pflegt. Ne? Und das ist eben etwas, was ich bei Lippenstiften auch immer super wichtig finde, weil ich halt super trockene Haut habe und trockene Lippen in dem Sinne natürlich auch. Und da kommt mir der Lippi von Vienna Beauty einfach super gelegen. Auch da Claudi15 könnte noch mal ein bisschen was drauf sparen. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Dort habe ich euch alles von Vienna Beauty und auch alles, was ich in meinem Gesicht trage, verlinkt. Und ja, jetzt haben wir einmal das Full Face Ready hier, inklusive Schmuck und offenen Haaren, Leute. Ne? Ich persönlich finde den Look schön. Ich finde den super tragbar. Ich finde, dass die Augen einfach mal so ein bisschen ausdrucksstärker sind. Ich finde meine Base, dadurch, dass ich eben Blush, Bronzer und Highlighter verwendet habe, schön. Ansonsten wäre mir das zu käsig weiß. Vielleicht im Laufe des Winters, wenn halt wirklich meine Haut ganz, 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 ganz blass ist, wird die Foundation etwas besser passen. Aber jetzt im aktuellen Zeitpunkt ist sie mir dann doch noch etwas zu hell, weil noch minimale Sommersprossen am Start sind, die meine Haut ein bisschen bräuner gestalten. Außerdem fehlt mir der Glow. Also da würde ich mir jetzt zum Beispiel noch gerne so ein Finishing-Puder drüber geben. Da habe ich ja was von Kiko, von Love habe ich auch noch Finishing-Powders und Hourglass, halt sowas. Ne? Dann würde ich mich definitiv wohler fühlen, weil so sieht alles sehr trocken aus und das mag ich nicht so gerne. Ansonsten wunderschöne Produkte. Ich bin wirklich sehr glücklich, über das Resultat und freue mich darauf, den Tag auch so verbringen zu können. Ihr Lieben, ja, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Das ist immer sehr freundlich von euch. Und falls ihr euch wundert, dass ich dann gegebenenfalls gerade nicht antworte, falls ihr mir eine E-Mail schreibt oder hier in die Kommentare oder bei Instagram, liege ich gerade wahrscheinlich mit Mr. Bauchi auf der Couch. Ich weiß nicht, ob ich schon den Namen verraten habe. Ich weiß es wirklich noch nicht. Soll ich den jetzt mal verraten? Julius. Ja, es ist unser kleiner Julius und ich freue mich wie Sau. Ja, genau, habe ich dann jetzt heute halt dann gedroppt, falls ich das noch nicht vorher gemacht habe. Ansonsten an alle, die jetzt bis hierhin dran geblieben sind, das ist mein Geschenk an euch, dass ich euch den Namen von meinem Sohn verrate. Von unserem Sohn. Habe ich nicht alleine gemacht. So, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Schminki. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet und ja, vielleicht uns auch einfach mal ein bisschen abschalten konntet. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!